was okay to me. I took a closer look and I realized the city. Hello, hello, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme euch wieder eine Runde mit. Und ich bin ein bisschen aufgedreht. Es geht nämlich gleich für uns in einen richtig coolen Laden. Also er soll angeblich cool sein, so wurde mir berichtet. Ich bin gespannt. Hab mich jetzt soweit ready gemacht. Bobby fährt gerade in der Küche rum, falls ihr es hört. Ich habe mal die Türen extra zugemacht. Ja, für alle, die nicht wissen, wer Bobby ist. Bobby ist unser Staubsaugroboter. Der wird sich auch regelmäßig denken, warum bin ich in so eine große Familie gekommen, die so viel Dreck macht und nicht in eine kleinere? Der Arme. Ja, der fährt jedenfalls jetzt gerade rum. Dann wische ich noch schnell. Die Bäder habe ich jetzt schon durchgewischt und habe halt ein bisschen rumgeräumt. Der kleine Mann, der schläft gerade. Den mache ich dann später nochmal frisch. Und dann geht es, wie gesagt, los. Denn ich möchte ein bisschen Deko kaufen für die Babyparty. Es ist heute tatsächlich auch was angekommen. Und zwar habe ich das bei Amazon bestellt. Ich möchte nämlich seinen Namen da drüben dann hinstellen, da soll das Buffet hinkommen und ich wollte da so Blumen quasi reinstecken. Ja, mal schauen, ob das geht. Ich hätte auch einen Steckschwamm nehmen können, aber dann hätte man das so an der Seite gesehen. Deshalb dachte ich, wäre das vielleicht eine ganz gute Idee. Oh, dann haben wir noch ein I, L und A kommt noch an, hoffentlich rechtzeitig. Dann noch diese Schätze hier, wie gesagt, hier noch ein bisschen Deko. Ich hatte bei uns hier im Ort auch ein bisschen was gekauft, aber ganz ehrlich, es ist so schwer bei uns. Ich habe 45,50 Euro und viel ist es halt echt nicht geworden, ne? Also deswegen hoffe ich, dass ich dort in dem Laden ein paar mehr Sachen finde, die ja zur Babyparty eben passen. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Teile noch mitgenommen gehabt, dann diese Vasen hier. Die wollte ich eigentlich als Gastgeschenk. Ich habe hier auch diese Kartonage, sage ich mal. Das muss ich noch zusammenbasteln, weil ich daraus eben die Gastgeschenke machen wollte. Die Aufkleber dann eben hier drauf. Und ja, also wie gesagt, viel ist es nicht. Gut, das Band war jetzt reduziert. Die Servietten waren auch reduziert. Die haben gekostet 3,50 Euro. Und ja, diese Vasen noch. Also davon habe ich 6 Stück gekauft. Da hat eine 2,95 Euro gekostet. Und das war's. Schaut mal, so ein paar Sachen. Deshalb habe ich jetzt eben große Hoffnung in den Laden, der so toll sein soll. Die Saskia hat mir das erzählt. Also Saskias Beauty-Blog kennt ihr bestimmt. Die hat mir das jetzt auch nochmal drauf gesprochen. Und wir brauchen einen Gewerbeschein, um dorthin zu gehen. Das muss ich jetzt noch schnell meinem Mann sagen. Der soll den oben im Büro holen. Und eine Freundin von mir hatte davon auch eben erzählt. Die hat dort mal gefrühstückt und dann haben die sich dort umgeschaut. Und es war irgendwie ganz, ganz toll. Also meine Jungs gehen dann aber in die Trampolinhalle. Nebenan soll die sein, hat mir die Saskia eben auch erzählt, was ich super finde. Dann sind die Jungs beschäftigt, die haben ihren Spaß und die Mama kann ein bisschen shoppen. Und ja, dazu nehme ich euch, wie gesagt, heute eine Runde mit. Ich schaue jetzt mal nach dem Kleinen, mache ihn, wie gesagt, frisch und dann geht's los. Wir müssen nämlich ein ganzes Stück fahren, um dorthin zu kommen. Okay, schauen wir mal nach dem kleinen Mann. Da ist er, der Bobby. Ganz schön laut, ne? Aber der macht seinen Job. Bobby, alles okay? Also, so sieht er aus, unser Bobby. Hm? Der muss jetzt hier weiter durchsaugen. Hier sieht es nämlich aus. Der Moritz hat nämlich Pancake-Teig gemacht und ein bisschen gebröselt. Ne? Und deswegen muss der Bobby jetzt hier seinen Job machen. Ich kann euch den gerne mal unten in der Infobox verlinken. Ich hatte den damals bei Amazon gekauft. Der ist jetzt sogar reduziert. Genau, also falls ihr sowas noch sucht, dann schlagt auf jeden Fall zu. Wir lieben ihn. Ja, guten Morgen. Hast du so lange geschlafen? Hat er scheinbar gebraucht, der kleine Schatz, ne? Heute steht übrigens auch wieder ein Wachstumsschub an. Hat mir meine App gesagt. Keine Ahnung, ne? Ob das so stimmt. Haben wir spazieren und kaufen schöne Sachen für deine Babyparty. Ja, okay, das machen wir. Nur wir zwei, ne? Wie Verliebte. Und die anderen gehen aufs Trampolin, okay? Was denn? Was ist denn da los? Du hast ja erstmal Hunger, ne? Du hast ja erstmal Hunger, gell? Ja, jetzt gibt's erstmal was Leckeres für dich, ne? Na gut. So, jetzt machen wir den kleinen Schatz nochmal frisch, ne? Den Strampler, den hat er heute Morgen ganz frisch anbekommen.
Du lenkst mich schon wieder ab. Ja, der passt aber wahrscheinlich auch nicht mehr so lange. Ärgerlich. Aber ist ja gut, ne? Wenn sie so wachsen, ne? Die Hebamme hat auch gesagt, er hätte so große Füße. Also der wird mal groß, hat sie gesagt. Bin ich ja mal gespannt. Also von mir hat er das dann nicht. Wenn, dann eher von seinem Papa. Ne? Ganz klar vom Papa. Ne, mein Schatz? So. Okay. Gut. Ne? Mal kurz noch so strampeln. Das mag er voll gerne. Das magst du voll gerne, ne? Warte, dann ziehe ich dir auch noch die Strumpfhose aus. Nicht, dass da was daneben geht. So, jetzt kannst du schön strampeln. Strampel, strampel, strampel. Hast du so schöne Füße? Hast du so schöne Füße? Hast du etwa Stinkefüße? Hast du Stinkefüße? Nee, ne? Die riechen gut. Die riechen gut. Die haben wir doch heute früh gewaschen. Die Füße, ne? Ja. Du bist so süß. Bella ist übrigens auch wieder mit am Start, ne? Seht ihr die Bella? Warte, ich zeig's euch. Da ist sie. Da ist das Chaos. Das muss ich noch wegräumen. Ne? Kann ich ja nochmal den Strampler zeigen. Oh Gott, der ist so süß. Sieht aus wie Dumbo. Unten drunter habe ich einfach nur ein weißes Longsleeve angezogen. So, das ist er. Der ist so goldig. Der ist so goldig. Jetzt bist du ganz schick, ne? So, okay. Dann Strumpfhose an. Und dann geht's los. Ich glaube, ich esse auch noch ein Pancake. Moritz hat mir bestimmt noch einen übrig gelassen. Ne? Ich liebe Pancakes. Mit Nutella. Ganz viel Nutella am besten. Ganz viel Nutella. Nehmt euch da bloß kein Beispiel. Wir sind fertig. Na? Das Jäckchen bekommt er noch an. So sieht es aus. Das ist von S. Oliver. Jawohl. Weil da auch immer ganz viele nachfragen. Größe 56 trägt er im Moment. Ich kann euch auch mal das Longsleeve zeigen. Wartet. War jetzt gerade ein bisschen schwer mit einer Hand. So, das hat er an. Dann kommt immer so die Strumpfhose drüber. Und dann der süße Strampler. Ne? Du strampelst, ne? Mit deinem Strampler. All night long, yeah. We dance with our razor tongues and all day long. Okay, let's go. Luki ist auch da. Mein Mann sucht gerade den Gewerbeschein. Da geht's los. Was ist denn los in der Hose? Sag ich immer. Was ist denn los in der Hose? Ja, Bella. Bella, du bist auch am Start, ne? Du darfst aber nicht mit. Du darfst nicht mit, Bella. Wir waren doch schon Gassi. Und, Hasten? Voll schön. Oh Mann, ich hab's gewusst. Ich finde hier alles, was mir gefällt. Schaut mal, wie cool das Teil aussieht. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Dass mir hier alles gefällt. Oh mein Gott. Das ist so cool, aber mein Mann findet's hässlich. Und was sagt ihr? Voll schön, oder? Ich find's so schön. Vielleicht für die Buchstaben oder so als Strauß in eine Vase. Falls ich nochmal heirate, dann so. Und zwar Lionel Richie. Scherz. Das sieht so schön aus. Oh mein Gott. Mega, oder? Oh Mann, mir gefallen hier alle diese Sachen. Ich bin mir gerade so unsicher, ob ich diese Rosen hier mitnehmen soll und den Schriftzug von Liam quasi damit schmücken soll oder lieber mit diesen hier. Oh Mann, ich bin mir jetzt total unsicher. Oder nur die hier. Also die kosten jetzt 9 Euro ohne Mehrwertsteuer. Die kosten auch 9 Euro. Jetzt bin ich mir total unsicher. Ach Mann. Wer die Qual hat, hat die Wahl, ne? Andersrum, ich weiß. Okay, Leute. Saskia hatte recht. Das ist hier der Wahnsinn. Also allein für die Bänder habe ich jetzt über eine halbe Stunde gebraucht. Ich habe aber auch was gefunden. Und zwar diese hier zusammen mit diesen hier. Ja, zeige ich euch dann. Ich muss jetzt erstmal was essen. Ey, der ist so riesig, der Laden. Da bist du nicht fertig hier. Der Wahnsinn!
ein kurzer Abstecher zu Burger King. Geschmack ist King. Ich habe einen vegetarischen Burger gegessen. Ich hatte so einen Hunger. Eigentlich wollte ich dort was essen, aber ja, dieses Restaurant hatte dann schon zu. Also die hatten geschlossene Gesellschaft. Toll. Also ich habe die ganze Zeit eingekauft, habe mir gedacht, okay, ich esse dann später in Ruhe, ne, und still dann den Kleinen. Ja, komm da an mit einem Riesenhunger und der Laden hat zu. Also das Restaurant. Egal, ich habe den Kleinen jetzt hier gestellt. Wir fahren jetzt nach Hause und ich würde sagen, ich zeige euch dann morgen einfach die Sachen, die ich geshoppt habe. Okay, meine Männer sind schon gegangen und deshalb ja, muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Nicht, dass sie wieder sagen, ich wäre die Letzte. Das stimmt nämlich gar nicht. Ich muss nämlich immer auf meine Männer warten. Okay, also los geht's. So, Freunde der Nacht, da bin ich wieder. Sagt mal bei uns so, Freunde der Nacht. Und da ist der Max. Ich habe euch gestern versprochen, dass ich euch noch zeige, was ich alles geshoppt habe. Es ist dann doch einiges geworden. Ich habe gestern Abend dann auch tatsächlich schon angefangen, ein bisschen zu basteln. Aber ich bin nicht ganz so zufrieden mit dem Ergebnis. Leider ist es dann doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich zeige euch jetzt alles. Mein Tisch ist komplett belagert. So sieht es jetzt hier aus. Chaos des Grauens. Ich war auch noch bei Obi und habe diese Messingrohre gekauft. Die sind eigentlich für eine Heizung. Aber ich möchte was ganz Besonderes für die Babyparty noch basteln. Da habe ich mir was ausgedacht. Und jetzt stelle ich euch mal ganz kurz hier ab und zeige euch im Schnelldurchlauf, was es so geworden ist. Oh Moment, ihr seid ganz schön weit unten. Geht es so? Ich glaube, ich muss euch noch einen Ticken höher stellen. Moment. So, jetzt habe ich euch ein bisschen höher gestellt. Also irgendwie. Ja, hier seht ihr schon ein Teil. Das L und das I hat, glaube ich, gefehlt, ne? Das hatte ich ja gebastelt, aber wie gesagt, das gefällt mir leider gar nicht. Jetzt werde ich einfach umdrehen, das M. Ich mache die Blumen wieder weg. Mal schauen, ob ich da noch was Passendes finde. Übrigens, Saskia und meine Freundin Kerstin haben recht gehabt, dieser Laden. Also wenn man da rausgeht und nichts kauft, das kann gar nicht sein. Also das ist wie bei Ikea. Du gehst hin und möchtest nur eine Kleinigkeit und dann kommst du mit Kerzen, Servietten, Vasen, Bettwäsche wieder raus. Und an der Kasse denkst du so, oh, ich wollte doch nur eine Kleinigkeit. Naja, egal. Also ich fange mal hier mit dem Teilchen hier an. Davon habe ich mehrere gekauft. So sehen die aus. Das hatte ich dort an einem Tisch gesehen. Das war so dekoriert und da möchte ich die Süßigkeiten reinpacken, also so eine Art Candy Bar machen. Ich kann euch ja mal das Bild einblenden, wie das dort ausgesehen hat. Beziehungsweise ich glaube, ich habe euch das auch abgefilmt. Da ist meine Rechnung. Okay, ja, so sieht es da aus. Übrigens ist alles ohne Mehrwertsteuer. Das muss man sich dann halt so im Kopf dazu rechnen. Man denkt, oh ja, super günstig, ne? Keine Ahnung, zum Beispiel das Tablett. Ich glaube, es war mit 12 Euro oder so ausgezeichnet. Dann denkst du, ach ja, 12 Euro geht voll klar. Ja, und dann an der Kasse ja, kommt das Erwachen, ne? Also so sieht diese Platte hier aus in Gold. Da möchte ich nämlich dann die Torte draufstellen. Also ich habe ja alles so in Gold. Und das wisst ihr ja, da stehe ich ja voll drauf, ne? Goldene Punkte hat er ja auch in seinem Zimmer. Deshalb habe ich zum Beispiel auch diese Teile hier mitgenommen. Ich habe jetzt schon mal Strohhalm reingesteckt, weil ich einfach mal schauen wollte, wie das aussieht. Und zwar habe ich mir da Folgendes überlegt. Ich möchte diesen großen, ja, das ist so ein großes Gefäß, diesen Getränkespender, wie heißt denn das, mit dem Hahn dann. Und dann stellst du was drunter und kannst quasi das Getränk dir nehmen. Da möchte ich dann Zitronen und Orangen klein schneiden, also in Scheiben und dann eben in dieses große Gefäß. Wie nennt sich das denn? Getränkespender? Naja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall soll das da hinten hin. Und dann wollte ich eben diese Teile so ein bisschen hintrapieren. Dann habe ich diese Sektflaschen hier noch gekauft. Das habe ich jetzt gestern Abend, wie gesagt, schon ein bisschen ja, dekoriert sozusagen oder drapiert. Da kommt dann der Name vom Gast hin. Ich habe zwei verschiedene Farben gekauft. Und davon habe ich eben mehrere. Die stehen alle da drüben. Und dann habe ich noch diese Teile hier mitgenommen, die fand ich total süß. Die habe ich jetzt schon aus der Verpackung raus. Und zwar, wartet, ist da eigentlich noch so ein Herz dabei. Da steht Love drauf. So, dann kommt es hier eben so oben drauf. Ne? Das hat so eine Klammer hier. Wartet, so. Ne? Und dann kann man das so hinstellen. Und dafür habe ich mir einen Stempel gekauft. Und zwar stehe ich total auf Embossing. Hatte ich euch auch auf Instagram gezeigt. Und zwar habe ich mich für diesen hier entschieden. Unser Baby ist angekommen, steht da drauf.
stempel ich mir das hier so drauf, mache das Embossing-Pulver drauf. Also ich habe das in Silber, in Gold und in Transparent. Ich werde Gold drauf machen und dann kommt es eben dann drüben noch so ans Buffet oder auf den Tisch. Mal schauen. Also ich fand die total süß. Davon habe ich mehrere mitgenommen. Die stehen auch hier drüben. Hier. Da stehen noch ein paar. Genau, also so viel dazu. Dann habe ich halt total unspektakulär Geschenkpapier wieder mitgenommen. Einfach so, weil ich wieder welches gebraucht habe. Da steht für dich, per te, pour, also Französisch, kann ich nicht aussprechen. Dann habe ich für Liams Kinderzimmer noch was mitgenommen. Und zwar dieses Teilchen hier im Boho-Style. Das kommt in sein Zimmer. Diese große, ja, dieses große Etwas, in das ich mich verliebt habe, das habe ich tatsächlich auch gekauft. Ja. Und dann hat mich mein Mann abgeholt. Die waren ja in der Trampolinhalle. Und mein Mann möchte die ganzen Sachen ins Auto packen. Und dann merken wir, dass dieses Riesenteil leider nicht in den Kofferraum passt. Wir hätten mit unserem großen Auto dahin fahren müssen. Haben wir aber nicht gemacht. Und somit ist mein Mann dann wieder zurück und hat es umgetauscht. Ja, beziehungsweise hat es zurückgegeben, was mich total geärgert hat. Vor allen Dingen, weil das echt mega ist. Also da werde ich auf jeden Fall noch hinfahren. Da habe ich noch so ein Fläschchen. Ich habe hier mehrere. Ja, also ich werde da auf jeden Fall nochmal hinfahren so und mir das dann holen. Und dann habe ich jetzt hier noch so Servietten. Oh, wie schön, dass ihr alle hier seid. Das kommt dann noch ans Buffet. Dann habe ich das hier mitgenommen für den Tisch. Das habe ich in zweifacher Ausführung. So sieht es aus in Gold. So, jetzt weiß ich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Der Kleine hat gerade ein bisschen gequengelt, aber meine Schwester schaut nach ihm. Jedenfalls habe ich zwei Stück eben von denen hier mitgenommen. Und dann wollte ich irgendwie noch dazu, also das quasi so dran machen. Ich weiß aber noch nicht, wie es aussehen wird. Das Teilchen hier. Also das ist eigentlich ein Geschenkband, aber es passt halt voll gut. Wegen den Kugeln hier, ne? Also habe ich gedacht. Dann habe ich noch ein Geschenkband mitgenommen. Oh, das war so teuer, aber das musste ich unbedingt mitnehmen. Das war irgendwie so lieber auf den ersten Blick. Ich habe damit auch schon ein Geschenk eingepackt für eine Babyparty. Jetzt will es nicht rauskommen. War ja klar. Also so sieht das Geschenkband aus. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ja, voll schön. Und da sind 20 Meter drauf. Und ja, also wie gesagt, das war nicht ganz günstig, aber davon hat man ja ewig was. Und dann habe ich für meine Freundin noch was Witziges mitgenommen. Ja, einfach nur Spaß. Die hatte nämlich Geburtstag und das kommt auf ihr eigentliches Geschenk. Ich fand das irgendwie total witzig, habe das gesehen und musste das mitnehmen. Ja, jetzt noch so ein Teil, was ich euch vorhin gezeigt habe. Dann habe ich ganz viele Blumen eben mitgenommen. Ich glaube, ihr habt es auch im Video gesehen. Da hat so ein Teil 9 Euro noch was gekostet. Also wie gesagt, ohne Mehrwertsteuer. Ich habe da hinten auch schon so ein Sträußchen und eins habe ich ja schon kaputt geschnitten. Aber diese Blüten sind einfach zu groß für die Buchstaben. Die Buchstaben sieht man dann nicht. Also es ist dann einfach nur so ein Klumpen Blumen. Und man soll ja den Namen erkennen, deshalb werde ich die einfach in die Vasen stecken. Vasen habe ich mir diese hier mitgenommen, passend eben mit dem Gold. Genau, die haben diese Optik. Habe ich zwei Stück. Und dann habe ich noch Ranunkeln mitgenommen. Ich liebe Ranunkeln. Also, oh mein Gott, sind die nicht schön? Hier habe ich auch echte. Die habe ich gestern geschenkt bekommen von meiner Freundin. Die weiß, dass ich diese Blumen liebe. Ja, mal schauen, entweder mache ich dann die hier rein. Muss mal gucken, wie ich es dann dekoriere letztendlich. Nehme euch ja dann gerne mit, wenn ihr möchtet. Ich hatte mir auch noch diese hier gekauft, weil ich gedacht habe, dass die ganz gut für die Buchstaben sind. Also so Zwischenreihen, zwischen die Rosen. Die hier noch in hell. Also ja, ganz viele Blumen. Aber wie gesagt, das wird ja jetzt nichts mit meinem Vorhaben. Das hier noch und hier die Herzen noch in klein und hier haben wir noch mehr Blumen, genau da noch mehr Blumen, die ich ja schon kaputt geschnitten habe, dummerweise, aber die werde ich auf jeden Fall irgendwie verwenden. Ja, dann habe ich noch diese Girlande hier mitgenommen mit den Herzen, fand ich auch total süß, mache ich dann wahrscheinlich da hinten dran und das Teilchen hier, da steht Party.
Mal gucken, vielleicht mache ich das unten an den Eingang. Ja, ist auch schon verbogen. Ja, passiert, ne, beim Transport. Und das hier habe ich noch mitgenommen. Wir bekommen nämlich bald Besuch von einer ganz, ganz lieben Freundin. Und für ihre Tochter habe ich das gekauft. Kennt ihr übrigens auch, ist auch eine YouTuberin. Seht ihr dann, wer das ist. Und zwar ist es so ein, hier steht Kratz-Teil, also so ein Block. Da kann man wohl Puppen irgendwie anziehen. Fand ich total süß. Da muss man dann mit einem Bleistift das quasi so irgendwie, keine Ahnung, malen. Ich bin ja jetzt nicht so der Mädchen-Kenner, was man da so kauft. Aber ich fand es total süß und habe ihr das gekauft. Und ansonsten habe ich, glaube ich, noch ein paar Sachen unten im Auto. Das seht ihr dann einfach in den weiteren Vlogs. Ich habe übrigens auch noch was bestellt, und zwar einen Hula-Hoop-Reifen. Ja, ich habe ewig lang nach so einem Teil gesucht. Ich wollte es eigentlich in Gold. Das ist jetzt Holz, ich habe es mir besprüht. Ich habe nämlich damit was ganz Besonderes vor, und zwar wollte ich hier so Bänder dran machen. Und dann machen wir mit der Polaroid-Kamera an dem Tag Bilder mit den Mädels, und die kommen dann da drauf, also da dran, an diese Bänder, und das kommt dann in Liams Zimmer als Erinnerung. Ja, das ist halt jetzt, wie gesagt, nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich bin ganz zufrieden. Ich war jetzt selbst überrascht. Ich habe das bei Real bestellt, online. Ja, ich habe ewig gesucht. Ich war bei Obi im Bastelladen, online. Ja, Hula-Hoop-Reifen wäre halt einfach zu groß gewesen vom Durchmesser. Ich möchte es ja aufhängen, ne? Da will ich nicht so einen riesen Oschi haben. Naja, egal. Aber es war ja doch eine ganze Menge. Ich sage euch jetzt lieber nicht, was ich bezahlt habe. Ja. Okay, meine Lieben. Also, dann war es das jetzt soweit von mir. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Vielleicht war ja eine kleine Inspiration dabei. Oder ihr sagt euch, hey, richtig schön. Ne? Wäre vielleicht auch was für euch so zum Nachmachen, eben als Inspiration. Wie das Wort schon sagt. Ne? Oh Mann. Okay, es ist so, dass ich wirklich großen Hunger habe und scheinbar ich mich nicht mehr so gut konzentrieren kann. Also, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, den Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr von mir. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Und seid auf jeden Fall bei der Babyparty dabei. Ich freue mich schon riesig. Tschüss.